Bitches! Ich bin jetzt der Jungler! Ich bin El Clep. Oder mein... Grundsätzlich, mein bester Elo-Champion ist Klett. Klett ist mit Abstand in diesem Elo-Bracket mein bester Champion. Also ich bin Top-Lane, geil. Wenn ich Phil gehe, ich bin fast immer Top. Trinder, ich will nicht gegen Trinder spielen. Oh mein fucking Gott. Alles aber nur nicht Trinder. Mein Geiliger, ich pick jetzt nicht. Es ist die Regel, dass Top-Lane immer Last-Pick ist. Let's go! Let's go! Ah, lol, die werden über uns drüber laufen. Also das Game hier ist lost. Es ist ein Clap-Engel. Aber das Game haben wir verloren. Hier, Leute, ich zeige euch jetzt ein verbotenes Jutsu. Brauche ich Tenacity? I don't care. I don't need it. Der maximaler Megamax. Das ist ein cooler Name. Aber das Game ist lost. Kaiser Mitte funktioniert nicht mehr auf dem Patch, weil Static Shift hat auch nochmal also guten Nerf bekommen. Was es schwierig macht. Zudem haben wir halt, wir sind halt pretty squishy, ohne wirklich Peel, um Hecarim oder so aufzuhalten. Wenn wir jetzt nicht mega hart snowballen, ist es Jover. Aber hey, sehen wir dann. Invade? Yes, no? Maybe? Geh erstmal Richtung Mitte, wir können uns ja immer noch mal entscheiden, right? Hä? Warte mal, warum werde ich jetzt überhaupt angeschrieben? So, Klett hat einen coolen Vorteil gegen Renekton. Und zwar ist, wenn ihr Renekton-Lane spielt, wollen die grundsätzlich gerne diven. Und Klett kann das Ganze halt ein bisschen gut aufhalten. Durch seine Passive. Er kann euch Olli reinpushen. Also ich will auch Olli reingepusht werden, ich kann ihn am Anfang erstmal eh nicht contesten. Aber ich sehe gerade, er hat kein Schild angefangen. Er hat Blade angefangen. Das heißt, mein Poke mattert actually. Ich muss aufpassen, Hecarim ist hinter mir. Dürfen halt nicht absteppen. Oh nein, scheiße. Ey, oh Minion, macht mir nicht einen auf. Teuer, holy shit. Ich kann gleich den perfekten Opener kriegen auf ihm. Mit meiner nächsten Wege gehe ich direkt rein. Das Ding ist, wenn ich beim Fighten abmounte, ist das das Geilste, was mir passieren kann, das Clip. Er kann Teleport. Klett habe ich nie verstanden. Das Wichtigste, was du können musst, wenn du Klett spielst, ist es, seine Passive zu verstehen. Denn wenn Klett abmountet, kann er wieder aufmounten und dabei heilt er sich. Also in Anführungszeichen heilt er sich. Und wenn ich dann wenn ich EQ auf den Gegner mache, aufgemountet und dann abmounte, dann bleibt mein Q-Damage bestehen und ich kriege dann quasi neue Spells. Ja, ich kriege dann quasi zwei Stacks von der Q. Freeze er das? Nee, er ist ein Slowpush zu mir. Und wenn ich dann dabei nochmal meine W habe, habe ich den Vorteil, dass ich direkt wieder aufmounten kann. Die Pinkwart habe ich hier. Ich habe die bewusst sehr defensiv hingestellt, weil ich kann erstmal keine Pinkwart gegen Renekton contesten. Und da kann ich wenigstens meiner Kaiser noch ein bisschen Vision geben. So, das heißt, der Trick mit Klett ist es, mit W aufgemountet, mit wenig Leben, den Fight zu finden. Nice. Der jetzt ist ganz gefährlich für ihn. Wenn man mir jetzt nicht missgepinkt hätte, ich hätte ihn getaudert. Sind die da dran? Aber sind die da dran oder die gehen in die Mitte? Ihr Bitches! Ich bin jetzt der Jungler! Hoppe! Hoppe!
Und Slow Push zu mir. Ey! Nein, Kaiser! Ey, yo! Was tut ihr? Hallo? Der Flash. She's so dead. Oh mein Gott, Diego. Der Gangster einfach. Er ist Gangster-Rapper. Ey, no way! Ey, no way! Oh, shit. Ey, es war ein Prank. Ich schwöre euch, es war nur ein Prank. Renekton, chill. Renekton, chill. Renekton, chill. Ey, der hat keine Ulti. Ich will ihn eigentlich fighten, aber ich weiß, dass Hecarim hier oben ist irgendwo. Ey, ich will den so gerne rauskontesten, Mann. Okay, warte mal. Ich gehe erstmal für eine Ward. Und dann schaue ich nach, ob ich die Wave rauskonteste. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich habe eher Angst vor dem Kekarim. My guys, wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin El Clap. El Clap-a-roo, Motherfucker. Klettverschluss, hallo? Hast du das jetzt wirklich gesagt? Ey, ich find's so kacke. Niemand in dem Game bringt das Spiel so nach vorne, ne? Ich hasse solche Games. Also, ich zerstöre ja gerade die ganze Map. Oh, scheiße! Oh nein, ich war nicht im Busch! Okay, we good, boys. We good. Das ist keine Cannon in the Wave, aber ich muss unbedingt weg. Ich hab Hydra fertig. Der kleine Pisscake. Respektiere den Klett. Ey, fuck, ich war nicht im Busch. Das war kacke. Das kostet mich jetzt echt gut was, aber it is whatever. Also, es ging nicht um die Playthings. Dass ich die Playthings nehme, war fein. Das Problem war eher, dass ich halt nicht aus dem Gebüsch gerecallt habe. Ganz gefährlich für dich, junger Mann. Der muss weggehen. Ich töte ihn sonst. Oh, Pike ist auch hier. Killt er den? Ja, den killt er. Ultim? Oh mein Gott, bist du bad! Ey, no! Okay, okay, at least. Ist fine. Scheiße. Macht der Vigo das? Oh, nein! Oh, schade. Also, die Gegner haben die tausendmal bessere Teamcomp. Das macht mir viel mehr Sorgen, als einfach nur, dass die Hackerin haben. Okay, warte, wenn Kaiser kommt, kann ich das halten. Ich hab nämlich auch noch Barrier. Ich kann auch was baiten. Glaube ich. Hoffe ich. Digga, er denkt auch, er ist Michael Jackson. Was ist das bitte für ein Cringe? Hä? Bro, ich hab deine Ward! Ey, als ob ich ihm das noch im All-Chat schreiben muss. Don't bother with top.
Lol. Eine drücke ich noch raus, dann guck mir für einen Move nach. Ich dive das, die will das auch safe halten. Ja, haben sie auch noch rausgechoked. Actually not. I don't know. Ketsu, Barrier, Ignite. Ich finde, das kann man machen in einigen Matchups. Scheiße, ich wäre fast aufgemountet. Okay, das ist nicht gut. Das ist nichts gut, diese. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Scheiße. Oh, Vigo? Ah, nice. Okay, please. Was machen die? Gute Frage. Also, unser Team hat eigentlich keine richtigen Stärken. Es sei denn, wenn wir mega ahead wären. Das ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe. Der Hackroom kann einfach durchdiven. Und wir haben niemanden, der ihn aufhalten kann, so richtig. We can't teamfight. Aber sie ist da. Okay, random. Okay, noch mehr random. Lol. Die haben genug Damage dafür, ich chill hier einfach. Oh oh. Okay, das ist gar nicht gut. Gif. Scheiße. Gib den doch einfach ab. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, he's wütend. Ah! Okay, at least. Vigo ist der Einzige, der... Also, like, Vigo und ich sind der Einzige, warum das Game überhaupt erst noch so lange hält. Ich habe das ganze Early Game komplett weggefickt und er fickt die Teamfights gerade komplett weg. Ey, yo.
Okay, nice. LOL, was war dieser Sound? Nutze diesen TikTok-Sound, um mehr Games zu gewinnen. Ich so gerne einmal wegdiven. Für Heckrim ist ich da, go! Was für ein absolutes Piss-Game. Aber Vigor hat gut gespielt. Vigor hat wirklich gut gespielt. Ist nicht mehr interessiert. Digga, ich hab das Early-Game so zerstört einfach. Geile Kurve. Hier war es schwieriger. Weil das ganze Team halt behind war, ne? Wir haben hier halt Leads reingeholt. Die Kurve steiler gemacht, hier auch. Und hier mussten wir halt dann darauf hoffen, dass die hier nicht reininden. Ich hab glaube ich, ein Fight oder zwei Fights habe ich verkackt.